ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Montag, Vormittag, späterer Vormittag. Ich war gerade oben und habe bei den Kindern die Wäsche eingesammelt. Jeder hat ja einen eigenen Wäschekorb und dann im Badezimmer steht auch einer. Ich habe jetzt einfach alles, was reingepasst hat, in den großen Wäschekorb reingeschmissen und runtergebracht. Und jetzt schmeiße ich die erste Waschmaschine für heute an und dann räume ich da ein bisschen im Anbau die Getränke hin und her, damit ich nachher Platz habe. Wir wollen ja heute Abend noch einkaufen. Und jetzt bin ich auch schon in der Küche und räume den Geschirrspüler aus und das, was da steht, so ein bisschen wieder ein. Muss auch sein, Isabel ist zwar heute zu Hause tatsächlich, sie ist krank geschrieben, sie ist jetzt übers Wochenende krank geworden, aber ja, ich zwinge sie jetzt nicht zu großen Hausarbeiten oder so. Die war beim Arzt gerade in dem Moment, wo ich das jetzt mache, und danach ruht sie sich ein bisschen aus, wie der Arzt das auch angeordnet hat, trinkt ordentlich Tee und sowas halt, ne? Sie muss ja wieder schnell fit werden, damit sie auch wieder zur Schule und zur Arbeit gehen kann. Ich habe jetzt Geschirrspüler und eingeräumt, das Geschirr verräumt und jetzt mache ich einfach mal weiter. Auf der Spüle steht hier und da ein bisschen was rum. Isi hat gerade noch ein bisschen Geschirr runtergebracht aus ihrem Zimmer, räumt das ein und ich mache den Tisch sauber. Ja, die kleine Schnoddernase. Und da geht es überhaupt nicht so gut heute. Ja, ich habe jetzt Isabel ein paar gebrauchte Küchentücher in die Hand gedrückt, damit sie jetzt wegbringt, und fange an mit dem Putzen. Aber dann habe ich gesehen, wie doll es gerade wieder schneit. Also es schneit heute den ganzen Tag immer wieder mit kleinen Pausen, und zwar so richtig fette Flocken. Jetzt sind auch schon, wir haben jetzt schon spät nachts, wo ich das Video vertone, liegt einiges an Schnee. Hier auf der Seite des Hauses noch mehr, weil da keine Eichen im Weg sind. Man kann das sehr gut sehen. Ja, Winter ist wieder da. Ja, und ich putze jetzt einfach mal die Küche. Einmal alles einsprühen, den Herd, die Arbeitsplatte, auch die Abzugshaube. Dann habe ich jetzt dieses Filtergitter, wie auch immer das heißt, rausgeholt und wasche das einmal in den Geschirrspüler durch. Ich muss heute ein bisschen was erledigen. Ich habe schon vieles erledigt ohne euch. Jetzt nehme ich euch einfach mal mit beim Putzen. Die Arbeitsplatte und so einfach ganz normal mit einem normalen Lappen, und nachtrocknen tue ich immer mit Küchenrolle. Und dann ist auch schon fast Mittagszeit. Rafi kommt dann auch irgendwann mal von der Schule, aber bevor er nach Hause kommt, habe ich Isi gefragt, ob sie was essen möchte. Und sie hat sich Tütensuppe tatsächlich gewünscht. Also stelle ich einen kleinen Topf und mache und Tütensuppe. Jetzt kommt auch schon Rafi nach Hause, einmal knuddeln. Joa, die beiden auch. Und während die Suppe kocht, putze ich weiter. Also ich habe extra so einen Lappen bei DM gekauft, da stand drauf für glatte Oberflächen und so, und noch einen zusätzlichen, auch für glatte Oberflächen zum Nachtrocknen. Dann nehme ich ganz normalen Küchenreiniger, besprühe den nassen Lappen damit, also den ersten, schruppe alles ab, rühre nebenbei im Topf und trockne die ganze Geschichte mit dem trockenen Tuch nach. Jetzt ist die Suppe auch schon fertig, also unterbreche ich meine Putzerei und ich esse zusammen mit den Kindern, oder wir essen jetzt einfach mal die Suppe und dann geht's weiter. Ja, ich nehme euch so, wie es hier halt ist, also wie mein Tag so verlaufen ist, eben mit den ganzen Unterbrechungen zum Mittagessen und so weiter. Mit und ja, nach dem Mittagessen putze ich einfach mal jetzt die untere Etage der Küche. Oben habe ich ja vorhin schon gemacht. Das muss auch gemacht werden, vor allem aber da die Ecke, wo der Geschirrspüler ist und der Herd, das ist immer dreckig. Und die letzten paar Wochen habe ich das nicht ganz so gründlich geputzt, weil viele andere Sachen wie Feiertage und so weiter dazwischen waren. Also musste es wirklich richtig, richtig dolle geputzt werden. Die andere Seite der Küche muss auch noch, aber das mache ich heute nicht mehr.
Und jetzt stelle ich den Wasserkocher auf und mache in der Zwischenzeit den groben Dreck aus der Spüle raus. Und dann fiel mir ein, eigentlich wolltest du noch was anderes machen. Und solange das Wasser im Wasserkocher am Kochen ist, mache ich das. Und zwar räume ich jetzt dieses Regal ab. Da sind meine Vitamine und ein bisschen anderes Zeugs. Wische da alles sauber. Und dann platziere ich da einfach meine ganzen, andere Sachen. Erstmal packe ich die Vitamine, jetzt diesmal eine Etage höher, hole mir gleich auch die nötige Dosis Vitamine für heute raus, die nehme ich nachher noch ein. Und dann auf die untere Ablage des Regals packe ich meine Just Spices Gewürze. Dann sind sie alle auf einem Fleck und nicht mehr hier in dem Schränkchen welche, in dem anderen Schränkchen welche, im Vorratsraum noch ein paar. Jetzt habe ich die alle auf einen Fleck und alle griffbereit und schön sichtbar. Ich finde, die Dosen sehen richtig hübsch aus, also können sie auch sichtbar stehen. Vor allem, weil ich die wirklich sehr, sehr oft benutze. Ja, und jetzt geht's an die Spüle. Ich habe die zugemacht und streue das Pulver für Geschirrspülmaschine rein. Den Trick habe ich euch schon sehr oft gezeigt. Und dann einfach kochendes Wasser aus dem Wasserkocher reingießen. Und für eine Zeit lang vergessen. Einfach einwirken lassen. Ich habe jetzt den Wasserkocher nochmal angestellt für Tee und so. Aber man kann sehen, wie das Pulver und kochendes Wasser anfangen zu arbeiten. Und solange das es tut, mache ich weiter, und zwar mit der Wäsche. Gestern haben wir nur eine Maschine gewaschen, und zwar die Bettwäsche. Und die muss jetzt abgenommen und zusammengelegt werden. Und da zeige ich euch den nächsten Trick von mir. Damit alles schön griffbereit ist, packe ich die Bettwäsche zu solchen Päckchen zusammen. Setweise, wenn es nicht zu groß ist, dann gleich für Doppelbett oder eben paarweise. Ein Kissenbezug und Deckenbezug zusammen, damit man das besser aus dem Schrank rausholt und nicht suchen muss. Und jetzt mache ich eine ganz kurze Pause wieder und schmeiße mich auf meine Igelmatte drauf. So für 10 Minuten ungefähr, mache nebenbei auch ein bisschen Übungen für den Rücken. Ja, muss zwischendurch sein, weil der Rücken will irgendwie nicht besser werden. Und die Igelmatte, die hilft tatsächlich sehr gut. Das ist jetzt Akupressurmatte, glaube ich, nennt sich das. Sorgt für bessere Durchblutung, Entspannung und so weiter. Also eine gute Geschichte. Die gab es jetzt gerade bei Rossmann, glaube ich. Aber auch im Internet findet man die, ja, ganz, ganz viele Angebote. Ja, jetzt mache ich ein paar Übungen, so vor allem eben Dehnübungen für den Rücken. Und dann kann es auch weitergehen mit der Hausarbeit. Zwischendurch trage ich auch wieder die Bandage, weil ich gemerkt habe, es ist jetzt wieder ein bisschen stärker, die Schmerzen im Handgelenk und Unterarm. Deswegen, ja, muss es halt wieder getragen werden. Und jetzt ist auch schon die Zeit, sich wieder um die Spüle zu kümmern. Einfach das Wasser ablaufen lassen und mit weicher Seite vom Schwamm und Wasser nachspülen. Nachtrocknen, fertig. Mehr ist das nicht. Man muss rein gar nichts schrubben oder so. Durch das Pulver und heißes Wasser, ja, entfällt jegliche Arbeit. Ja, die Spüle ist wieder sauber. Ich habe jetzt die Kinder gerufen, damit sie mir helfen. Die sollen jetzt Müll rausbringen. Ich helfe Ise erstmal ein bisschen, bringe das bis vor die Tür. Und dann mache ich die andere Seite, aber jetzt nicht die komplette Seite der Küche putzen, sondern nur die Arbeitsplatte einmal abwischen. Ise bringt gerade die Mülleimer zurück. Ja.
einfach mal grob, richtig gründlich werde ich die komplette Küche eigentlich ein anderes Mal putzen. Das muss ich mir dann den ganzen Tag, glaube ich, dafür vornehmen und von oben bis unten alles durchschrubben. Jetzt putze ich die Mülleimer von außen, vor allem Deckel und so. Packe neue Lappen auf die Spüle und setze mich kurz hin, weil, ja, wir fahren nachher ein bisschen einkaufen und ich wollte eine kleine Einkaufsliste schreiben, die ich dann zu Hause vergesse, wie immer. Und dafür gucke ich mir die Prospekte von den Läden, in die ich dann heute hin wollte. Also Aldi, Lidl und Edeka. Ja. Und nebenbei schnabuliere ich mal ein paar Clementinen. Vitamine sind immer gut. In der Zwischenzeit ist die Waschmaschine fertig geworden, deswegen hole ich die saubere Wäsche raus, packe die nächste Ladung rein. Es werden heute 2 Ladungen, passt ganz gut von der Zeit her. Ja, und dann muss die Wäsche auch aufgehängt werden. Vorher mache ich ein bisschen die Waschmaschine von oben sauber. Irgendwie war da jetzt irgendwie Fleck und Staub und so weiter. Ja, und jetzt bin ich im Wohnzimmer und hänge die Wäsche auf. In der ersten Maschine waren die Klamotten von Rafi zum großen Teil. Mann, sind das Riesendinger. Also 5 Teile von ihm und die Waschmaschine war voll gewühlt. Ne? Also, ja. Ein paar Socken noch dazwischen und dann passte da nichts mehr rein. Und jetzt habe ich Raffi noch gebeten, Holz zu holen und ich selber sauge in der Zwischenzeit die ganze untere Etage einmal durch. Einfach nur durchsaugen, jetzt nicht saugwischen oder sonst was, das wollte ich heute jetzt nicht mehr. Zwischendurch habe ich noch die Pflanzen gegossen, aber das habe ich jetzt nicht aufgenommen und hier und da noch ein paar Kleinigkeiten weggeräumt und so. Ja, Raffi bringt das Holz rein. Und in der Zwischenzeit sind tatsächlich auch schon gleich die Männer da. Die haben heute etwas früher Feierabend gemacht, weil es auch geschneit hat. Ja, da sind auch schon ihre Dosen und Thermobecher. Die packe ich in die Geschirrspülmaschine und schmeiße die auch gleich an. Dann habe ich den Punkt auch schon abgehakt und spüle mal schnell die Thermoskannen von den beiden aus. Dann stehen die nicht im Weg irgendwo auf dem Tisch oder so. Und jetzt wird es Zeit, Abendessen vorzubereiten. Da Raffi heute wieder Theorie-Fahrschule hat, muss das Essen wieder pünktlich auf dem Tisch stehen. Und ich mache jetzt alles soweit fertig. Also das Gemüse, was ich gleich benötige, einfach mal schälen und so wie ich das haben möchte, schneiden. Beziehungsweise wird das meiste gehobelt und gerieben. Ich habe vor, einen Kartoffelauflauf zu machen. Und schummel da wie immer ein bisschen Grünzeug rein. In meinem Fall ist es jetzt Paprika, 2 Möhren und eine Zwiebel und ein bisschen Knoblauch. Ja, und das Ganze wird einmal geschält. Und für die Kartoffeln und Möhren hole ich Nicer Dicer Speedy. Und hobel das Ganze damit einmal in die Scheibchen, die ich, ja, so wie ich die haben will. Und die Möhren halt mit so einem Reibaufsatz auch bei dem Speedy.
reiben. Die Zwiebel und Paprika, die schneide ich einfach mal mit dem Messer klein. Und was ich so genau jetzt mache, das zeige ich euch etwas näher dran. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Montag, Nachmittag, später Nachmittag, 16:30, also noch ist es nicht Abend, finde ich. Es ist sogar tatsächlich noch nicht ganz dunkel. Es wird mit jedem Tag immer länger hell. Ja, schön. Heute schneit es auch schon den ganzen Tag. Ich habe euch ein paar Mal gezeigt, wie es draußen bei uns ausgesehen hat. Gerade momentan schneit es nicht, aber der Schnee liegt. Ich denke mal, auch wegen dem Schnee sind meine Männer nach Hause gekommen ein bisschen früher. Normalerweise sind sie um 16:30 noch nicht zu Hause. Und die sind schon seit ein halbes Stündchen ungefähr zu Hause. Ja, das heißt jetzt aber auch Abendessen machen. Raphael hat ja montags und donnerstag die nächsten Wochen Fahrschule, Theorie, bis er damit durch ist. Muss einer in ihr fahren und das ist ja leider nicht mehr hier bei uns um die Ecke, wo er mit dem Fahrrad fahren kann oder wo man, ich sag mal, in 2 Minuten hingebracht hat, nach Hause kommen kann und dann ihn wieder in 2 Minuten abholen kann. Nein, das ist jetzt etwas weiter weg und ich versuche jetzt die nächsten Wochen mich danach zu richten und den Einkauf zum Beispiel in der Zeit legen. Und das werden wir heute mit Dirk auch erledigen. Der kommt einfach mit. Und Donnerstag habe ich zum Beispiel in der Zeit, passt genau, ich muss nur ein bisschen früher hinfahren, Zeugniskonferenz bei ihm in der Schule. Die vorletzte überhaupt in meinem Leben. Weil er ja dieses Jahr fertig wird. Genau. Und deswegen mache ich jetzt schon Abendessen, obwohl wir erst 16:30 haben. Ich bin sogar schon mit den groben Vorbereitungen fertig. Es gibt Kartoffelauflauf. Einfach mal einen Kartoffelauflauf mit ganz minimal schmuggelig rein, so ganz fein gerieben oder auf der groben Reibe, aber ist halt so fein, dass man das nicht rauspulen kann. Möhre, eine Paprika, ein bisschen Zwiebel und Knoblauch und so weiter. Das mache ich jetzt. Ich schmeiße hier auch schon mal den Herd an, weil ich in den letzten Aufläufen die Zwiebeln doch schon ziemlich gemerkt habe und ich mag es selber nicht so gerne drauf rumzukauen. Deswegen brate ich das Ganze ein bisschen an. Schmeckt auch ein bisschen besser, finde ich. Ja, und während ich das hier alles mache, erzähle ich euch noch ein bisschen was, wie das Wochenende war. Ich habe euch jetzt am Wochenende nicht mitgenommen. Ich habe nur das Buchvideo für euch gemacht. Also ich habe ein bisschen Butterschmalz in die Pfanne reingetan. Ich habe hier so eine Pfanne. Da. Ja, gestern war einfach rein gar nichts, was ich euch hätte zeigen können. Wir haben nicht wirklich viel irgendwie hier gemacht. Ich habe weder gekocht noch gebacken. Ich hatte noch Gulaschsuppe da. Wir haben noch Kuchen und so weiter. Das heißt, ja, in die Richtung war nichts. Und ein Haushalt auch nur minimal irgendwas. Da habe ich mir gedacht, ach was. Die paar Kleinigkeiten muss ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen, dann habt ihr halt noch einen Tag Irina-Pause gehabt. Genau. Dafür habe ich euch aber heute wirklich den ganzen Tag mitgenommen. Seit späten Vormittag bis jetzt und am Ende, glaube ich, entweder packe ich, je nachdem wie viel wir einkaufen, entweder in dieses Video direkt rein oder es gibt dann extra noch einen Foodhaul. So. Wird so wieder ein bisschen volleres Video. Ja, Isi ist krank. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Mädchen ist mega hart im Nehmen. Die war in ihrem Leben nie so viel krank, wie jetzt in den letzten Monaten, seit sie im Kindergarten arbeitet.
war mir auch eigentlich ziemlich klar. Kinder, also kleine Kinder vor allem, bedeutet tatsächlich Bazillen. Nicht böse gemeint oder so, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als meine Kinder im Kindergarten waren. Es gab immer wieder irgendwas, immer wieder Zetteln an der Tür, das und dies und jenes ist gerade im Kindergarten und so weiter. Ne? Und Isi ist jetzt zwar nicht als Kind, sondern als Erzieherin oder Erzieherinnen, Schülerin da, aber das heißt noch lange nicht, dass sie als Erwachsene sicher ist vor den ganzen Krankheiten. Ist sie nicht, die ist nämlich schon wieder dick erkältet. Ich glaube zum dritten Mal, seit sie die Ausbildung angefangen hat und war heute beim Arzt und ist jetzt krankgeschrieben wieder. Weil im Gegensatz zu manch anderen Eltern schicke ich meine Kinder nicht in die Schule und Kindergarten, wenn sie krank sind. So, wir machen jetzt ein bisschen weiter hier. Butterschmalz ist geschmolzen und heiß und ich gebe jetzt einfach mal diese eine mittelgroße Zwiebel rein und brate die ein bisschen an. Und die Möhren gebe ich auch gleich mit dazu. Einfach auch für besseren Geschmack. Finde ich einfach, dass es besser schmeckt, ne, wenn das ein bisschen angeröstet wurde. Und auch, ja, damit die Zwiebel ein bisschen besser durch ist. Die Paprika gebe ich auch gleich mit dazu. Das wird dann so eine oder zwei extra Schichten beim Auflauf. Ne, Kartoffeln, dann gebe ich so eine Schicht, dann wieder Kartoffeln und so. Ich gebe jetzt hier ein bisschen Salz dazu. Ein bisschen Pfeffer und dann gebe ich noch in diesen Teil, ne, in diese Schicht hier Gemüse rein, davon das beiße ich ein bisschen rein. Nicht zu viel, so einen halben Teelöffel ist ja nicht wirklich viel hier, ne, an Gemüse. So, jetzt geht noch der Knoblauch in die Pfanne rein, bevor ich den ganz vergesse. Die Pfanne habe ich schon ausgemacht. Der Knoblauch ist so fein gerieben, der verbrennt sofort sonst. Einfach nur minimal hier noch anrösten. Gut überall hier so verteilen in diese Pfanne unter dem anderen Gemüse. Und jetzt wird einfach nur noch geschichtet. Ich gebe minimal hier Butterschmalz auf den Boden. Ja, und dann geht es auch schon los. Kartoffeln, die habe ich jetzt mit dem Nicer Dicer Speedy einmal gehobelt. Das sind so ungefähr 3 mm, 2-3 mm dicke Scheiben. Dann Salz und Pfeffer. Und ein bisschen was von der Gemüse, was ich gerade hier angebraten habe. Ich versuche das immer jetzt so auf zwei Schichten, auf zweimal aufzuteilen, das Gemüse. Und dann wieder Kartoffeln. Ein bisschen Salz wieder. Jetzt mache ich das restliche Gemüse drauf. Ja, und dann wieder Kartoffeln. Die letzte Schicht. Auch ein bisschen Salz und Pfeffer. Und jetzt mache ich die Soße. Ich nehme heute mal Milch.
und Creme leicht Kräuter. Man kann natürlich Sahne nehmen oder was auch immer man will. Auch hier natürlich ein bisschen Salz und Pfeffer. Dann nehme ich noch ein bisschen Dill und verrühren. Und jetzt gebe ich einfach die ganze Masse hier über die Kartoffeln. Super. Und dann zu guter Letzt Käse. Ja, und jetzt entweder Alufolie oder Deckel. Ich habe Deckel und ab in den Ofen. Bei 180 Grad Umluft. Ich denke mal, eine gute Stunde wird das auf jeden Fall brauchen. Zwischendurch mal reingucken. Und die letzten 10 Minuten Deckel abnehmen, damit oben die Kruste auch wirklich krustig wird, der Käse. Ansonsten war es das auch von meiner Seite. Also zwischendurch wirklich entweder mit dem Stäbchen oder am besten so Messer oder Gabel reinkommen. Stechen, um zu gucken, ob die Kartoffeln durch sind oder nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange genau das braucht. Aber ich denke mal, mindestens 40 Minuten braucht das Ding. Ich mache schon mal den Ofen an. Ja, und schiebe das Ganze rein. So, ihr Lieben, der Auflauf ist jetzt im Ofen. Und ich mache jetzt noch was dazu. Was richtig Gesundes, also wenn schon, denn schon, ne? Auflauf mit Gemüse und so weiter, ohne Fleisch heute mal alles. Ja, bleiben wir dabei und machen es richtig. Ich mache jetzt Krautsalat und zwar meinen berühmten bunten Krautsalat. Den habe ich euch schon mehrmals gezeigt. Ist gar nicht so lange her, wo ich das letzte Mal den gezeigt habe. Deswegen sage ich jetzt einfach mal im Groben, was ich dafür benötige. Und dann werde ich das einfach alles hier im Schnelldurchlauf schnippeln. Ja, Weißkohl, eine rote Zwiebel, eine Paprika, Spitzpaprika, eine halbe Gurke und eine oder zwei Möhren. Ich gucke, ob ich noch eine nehme. Wenn, ne, dann muss er schon wirklich bunt sein, denke ich mal. Ja, das ist jetzt erstmal das, was an Grünzeug in meinen bunten Krautsalat reinkommt, und ich schneide jetzt einfach mal mit dem Speedy weiter. Damit geht das richtig gut mit dem Kohl, ne? Also Rest, zack, 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 und guckt mal, was für schöne feine Streifen das sind und was dann nicht mit reinkommt, ne? So, man Finger, ne? Aufpassen. Das schneide ich dann per Hand, aber auf jeden Fall geht das damit viel, viel schneller. Ja, Weißkohl, da mache ich damit, und für die Möhre nehme ich dann, denke ich mal, einen anderen Aufsatz, und für Gurke und Paprika entweder per Hand, ne, mit Messer oder mit einem anderen Messerleiser. Ja, und das wird jetzt erstmal alles geschnippelt und dann geht's weiter. Ja, der Weißkohl wird mit dem Speedy gerieben oder gehobelt, die Möhren auch. Paprika, Gurke und Zwiebel schneide ich per Hand, also sprich mit dem Messer. Und wenn Weißkohl, also die nötige Menge, die man haben möchte, fertig gehobelt ist, gebe ich da ein bisschen Salz und minimal, tatsächlich minimal, aber das ist jedem, wie er mag, ne, wer es ein bisschen süßer mag. Gibt halt ein bisschen mehr, Krischi hat gerade reingeguckt, Zucker rein. Und dann verknete ich das Ganze mit den Händen, bis ein bisschen Saft austritt. Das ist wichtig, dann, ja, finde ich, schmeckt es auch ein bisschen besser. Und ja,
Jetzt wird einfach der Rest gerieben und geschnitten. Ich habe jetzt alles ratzfatz geschnippelt, hat keine 10 Minuten insgesamt gedauert und jetzt geht's weiter. Ist super einfach. Also ein paar Esslöffel Öl, je nachdem wie groß die Menge ist, ne, die ihr macht. Ich habe jetzt hier auf diese große Schüssel 4 Esslöffel genommen und ein bisschen Essig. Kräuteressig nehme ich. Muss ich nachkaufen, sehe ich gerade. Von Essig am besten nicht zu viel für den Anfang. Ich nehme jetzt 3 Esslöffel, weil es besser nachwürzen, als wenn es jetzt zu sauer wird. Und dann einfach kaltes Wasser. Und wir verrühren. Ich habe ja vorher schon ein bisschen Salz reingetan. Deswegen erstmal verrühren alles und dann gucken, ob wir noch ein bisschen mehr Salz benötigen und Pfeffer und so weiter. Ein bisschen Salz kann man noch zugeben und sogar tatsächlich ein bisschen Essig. So, mein Salat ist fertig, der darf jetzt noch ein bisschen durchziehen, bis der Auflauf fertig ist. Und dann haben wir was super Leckeres und vor allem in dieser Jahreszeit Vitaminreiches, ne, braucht man wirklich gerade dringend zum Abendessen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich aus dem restlichen Morgen oder spätestens übermorgen noch mehr davon machen werde, aus dem Kohl, was ich noch hier übrig habe. Weil der Salat bei uns sehr, sehr gerne gegessen wird und meine Mitbewohner nehmen den auch gerne mit zur Arbeit. So ihr Lieben, das Abendessen ist fertig. Mein Auflauf ist fertig. Der hat ja so 50 Minuten ungefähr gebraucht tatsächlich. Wie ich schon sagte, ne, die Kruste sieht man sehr, sehr gut. Ich liebe sowas, wenn ein bisschen krustiger der Käse ist. Zum Schluss, so 10 Minuten ungefähr, habe ich den Deckel abgemacht. Hier ist mein Auflauf auf dem Teller. Richtig, richtig gut geworden. Alles ist super durch. Ich hole jetzt noch schnell den Krautsalat aus dem Kühlschrank und trommle meine Bande zusammen und dann werden wir essen. Nach dem Essen düsen wir los, Dirk, Rafi und ich, schmeißen Rafi bei der Fahrschule rein und während er da jetzt ein bisschen was lernt, werden wir einkaufen gehen oder fahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir ja heute mal nutzen die Zeit, wir haben ja genug Zeit, eventuell Edeka kurz gucken, was da an der Fleischdecke im Angebot ist und so weiter und dann Lidl und wenn wir eingekauft haben, zeige ich euch natürlich die Ausbeute. Ob das jetzt nun in einem extra Video sein wird, hängt ganz davon ab, wie groß der Einkauf jetzt ausfällt. Aber so ist der Plan. Und jetzt höre ich auf zu labern und wir essen, sonst wird das ziemlich knapp. Also bis später. So ihr Lieben, wir haben jetzt schon sehr spät am Abend. Es ist jetzt schon 20 nach 9. Wir waren irgendwann mal kurz nach 8:30 zu Hause. Ist ja auch klar, die Theoriestunde in der Fahrschule geht eigentlich bis 8:30, aber der Fahrlehrer lässt die Kinder oder die Schüler, da sind auch Erwachsene dabei, natürlich früher ein bisschen raus. Ich habe dann auch schon den Hall für euch abgedreht. Dann habe ich die Kinder runtergepfiffen. Die haben mir ganz schnell geholfen beim Verräumen.
Und jetzt wollte ich nur noch den regulären Vlog beenden und mich dann an den PC setzen und die Videos für euch fertig schneiden. Es gibt heute zwei Videos, einmal Food Haul, ne, Wocheneinkauf, und einmal halt den regulären Vlog. Ich denke mal, der Food Haul kommt zuerst, den habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn dieses Video online ist. Ja, ist dann so, weil der Einkauf ein bisschen größer geworden ist. Dirk war ja auch mit, deswegen so ein bisschen größer geworden, ist ja immer so bei uns. Und da wollte ich nicht in den Vlog das reinpacken, sonst würde das unendlich lang werden. Ja, das war jetzt das Video von heute. Es gab heute Kochen und eben ordentlich Haushalt. Und zwar, ja, 1000 kleine Sachen, die eigentlich kaum hier groß auffallen. Ne? Sieht kein Mensch, dass ich dann jetzt die Küche geputzt habe oder so. Das fällt ja meistens nur mir auf, wenn da was dreckig ist. Aber das muss auch gemacht werden. Morgen habe ich erstmal Physio. Und dann geht's weiter mit Aufräumen und Putzen und so weiter und so fort. Ja, so ist das halt. Ne? Also ich habe jetzt über die Feiertage und die erste Januarwoche vor allem nicht wirklich viel gemacht, weil alle hier Urlaub und Ferien und so weiter hatten. Da wollte ich jetzt nicht irgendwie groß hier Aktionen starten. Wollte dann auch ein bisschen Zeit mit meinem Mann und den Kindern verbringen. Und jetzt muss ich ranklotzen. Ist so. Genau, jetzt bin ich eigentlich richtig K.O. schon und deswegen beende ich dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund, ihr Lieben, und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.